Ja, hallo und herzlich willkommen und wie angekündigt heute Call of Duty Advanced Warfare Multiplayer Bereich. Das Ganze dann halt heute mit dem neuen und total berüchtigten Zombie-Modus. Und ich kann nur sagen, er ist episch. Wir werden uns am Anfang gleich erstmal dieses wunderschöne Intro einziehen. Von daher werde ich jetzt, wenn wir es gleich angeklickt haben, geht es nämlich direkt los. Etwas ruhig sein, dass wir das vollends genießen können. Ihr könnt ruhig die Anlage ein bisschen lauter drehen, wenn ihr mögt. Und einfach erstmal sauernd da sitzen wegen den geilen Zwischensequenzen. Also bis gleich. Als Atlas die Bombe warf, hofften sie, den Krieg damit zu beenden. Bekommen haben sie eine Freakshow, wie es sie nie vorher gab. Drei Platoons sollten ihr neues Haustier einfangen. Zwei kamen im Leichensack zurück. Eine akzeptable Quote nach Atlas-Standards. Sie brachten es hierher. Zur Forschung. Nichts geht ohne Rendite auf die Investition. Niemand hielt es für nötig, uns Bescheid zu sagen. Was zur Hölle? Es gibt kein Untergeschoss 6. Schlipsträger lieben ihre Geheimnisse. Oh nein! Das soll doch wohl ein Witz sein. Arlene, gib mir die Sicherheit. Nein! Sie alle! Das ist eine Code 3 Evakuierung. Dafür habt ihr trainiert. Zusammenbleiben und Ruhe! Verfluchte Scheiße! Keine Warnung. Keine Verstärkung. Niemand übrig. Außer uns. Diese beschissene Atlas Corporation. So, sah doch gut aus, oder? Ja, vor allen Dingen ja, der John Malkovich, einen Typen mit der anscheinend Führung, ein höheres Tier ist bei Atlas. Kennt man, weiß ich jetzt allerdings nicht, wer es ist, genauso wie sie. Und den anderen, der hat Shane gespielt bei The Walking Dead. Von daher passt hier ganz gut Walking Dead und dann das. So, gehen wir mal direkt hier rein. Und Outbreak. Ziemlich gut. Ich sag mal so, bis Welle 10 kommt man eigentlich ganz ordentlich durch. Es gibt gleich am Anfang eine Schrotflinte, die ich persönlich präferiere. Ist nicht unbedingt die beste Schrotflinte, muss man ganz klar sagen, aber sie ist günstig, sie braucht nicht so viel Schuss. Nachteil ist natürlich klar, wie es bei Schrotflinten ist, man muss die Gegner näher an sich rankommen lassen, aber letztendlich werden die Gegner sowieso etwas stärker und etwas schneller und durch die größere Streuung ist es auch ein bisschen angenehmer. Und wenn man sie aufgewertet hat im Laufe des Überlebenskampfes, wenn man dazu dann kommt, dann ist sie auch echt noch besser. Wenn man natürlich, es gibt so einen Generator hier, der ist ein bisschen beschädigt, da gibt es dann so zufallsmäßig was. Wenn man Glück hat, kriegt man da dann eine Waffe. Ich weiß gar nicht, wen spielen wir jetzt? Ach, ich spiele John Malkovich. Okay. Niemand da? Wir nehmen uns die Waffe. Neuer Plan. Wir schmeißen doch schon mal Generatoren. Da draußen werden keine Blut und Generatoren sind verschiedene Sachen, die uns fressen wollen. Ups, zu spät. So, muss halt nur wissen, wo sie kommen. Bin ich mein Käfig-Spacko. Muss nachladen. Ja, sind halt alle Killguy, weil es halt dementsprechend Geld gibt für jeden Kill. Tja, keine Chance, Leute. Und wir sehen es auch, ne, wie man hier halt killgeil durch die Gegend rusht. Also diese Lobby gefällt mir schon mal nicht, kann ich jetzt schon sagen.
ganz eindeutig zu Killguy. Die nehmen sich gegenseitig die Kills weg. Das wird nicht gut ausgehen. So, wir sehen, müssen wir ein bisschen ran. Komm, lass es, Freund. Sicherheit. Warum haben die Sicherheit da drin aktiviert? Oh, Idioten. Lass mich geizig. Man muss ihn nur finden. Na, ihr habt einen Arsch auf dem L. Da drin sich jetzt zu verkriechen, ist total bescheuert. Nimm mal ihr Geld mit. Es wird keine Hilfe kommen. Atlas wird. Ihr seid bescheuert, euch hier drin zu verkriechen. Ihr habt so einen Arsch offen, ey. Ganz ehrlich, wenn ihr überleben wollt, bleibt draußen. Game over, Zombie! Geräusch. Ja! Ein Orbitalabwurf! Atlas hält ein Auge auf uns! Danke sehr! Na, schnappst du das auch noch, Arschloch? Ein Orbitalabwurf! Ja. So schickt Atlas Vorräte! Deshalb, das ist nämlich auch der nächste Grund, warum man sich mal hier draußen aufhalten sollte. Denn hier gibt es die Abwürfe. Die gibt es auch drinnen. Aber ganz ehrlich, muss Munition sparen. Ich brauch Munition. Das ist echt eine kacke Lobby. Du bist ein ziemlich guter Schütze, alter Mann. Danke. Okay, dann haben wir die geschafft. Ich hab nichts. Ich brauche mehr Munition. Muss nachladen. Lade nach. Wisst ihr was, ganz ehrlich? Ich spare mir jetzt meine Munition. Wenn ihr so killgeil seid, dann macht mal. Das ist halt das Schlimme, ja, wenn du solche Leute hast. Dann kommst du nämlich nicht an Geld. Normalerweise ist ja Teamwork. Also die Leute kümmern sich jeder so ein bisschen um die Seite. Aber das sind hier solche extremen Junkies da. Deshalb, ich lass ihn. Das ist jetzt sein Problem. Munition! Genau. Sanitäter! Nächstes Mal passe ich besser auf. Tja, wenn du nicht so killgeil wärst, du dummer Idiot, dann wäre es noch nicht so passiert. Tja. Ich hätte ihn echt krepieren lassen sollen, wenn nämlich sein Geld und seine Waffe weg. Oh, manch einer hat das verdient. Also ich muss auch sagen, in manchen Lobbys, eigentlich ist es voll mies, aber in manchen Lobbys mache ich das wirklich. Wenn die Leute sich gar nicht supporten, das stütze ich halt auch gar nicht. Wozu? Warum soll ich mich selbst aufopfern für andere, wenn es halt nichts dafür gibt? Zwinger? Oh, scheiße. Ich hasse Hunde. Sieh mich nicht so an! Die Hunde fallen dich zuerst an. Dein Charakter war in The Walking Dead schon ein Arschloch und du bist auch eins. Du wirst sterben. Außerdem ist dein Gamertag anscheinend eine unaussprechliche Kombination aus gebrochenen Wörtern, ja, irgendwie so zusammengeschnitzt. Ja. Ach, ich mach das schon. Und
Scheiße! Ich musste es tun! Sehr schön. Könnte noch besser werden. Gucken, ob hier irgendwo Geld ist. Okay. An einem der Terminals. Na bitte. Weil uns fehlt nur noch ein bisschen. Lade nach, brauche Deckung. Was auch immer, klingt ganz cool. Zumindest waren alle bei mir. Ich sehe nicht, dass einer zu mir kommt, aber ist okay. Die gehen noch gerade down. Ja, das war's für uns. Wenn jetzt keiner unsere Marke einsammelt. Muss nachladen! Normalerweise sollten wir schon längst an der Tür sein mit den ganzen. Mit dem Exoskelett. Aber keiner gibt sein Geld aus. Du bist zu verkrampft. So, wir haben zumindest unser Geld behalten. Draußen ist eine Angriffsdrohne und ein Geschütz. Okay. So, da haben wir unsere Sachen wieder zum Glück. Dann habe ich mir erstmal ein Upgrade. Tür geöffnet. Scheiße, jetzt kriechen die auch noch. Okay. Puh, wir brauchen einen Etagierschuss mittlerweile. Ich hatte mit mehr Rums gerechnet. Das war für den Kratzer. Okay. Puff, das ist dann. Scheiße, ich fliege. Oh, Scheiße, ich habe kaum noch Munition. Nicht so wild, mein Freund, nicht so wild. Brauchen wir uns kurz welche. So. 2300. Die Munition aus. Oh, war das die Tür für die Exoskelette? Was kann sein? Das wäre natürlich super. Genau, so. Das ist besser. Ich muss mehr Munition finden. Das brauche ich. Oh. Genau, hier sind die Exo-Anzüge. Sehr schön. Alles klar. Sehr gut. Also gut. Boah, das dreht einem den Magen um. Sieht aus wie ein Weltraum-Ei. So. Was mache ich denn? Aktivieren wir es mal. Wow, das nenne ich bemerkenswert. So. Oh, du Idiot, ey. Mein Kopf. Scheiße, ich bin am Boden. Ja, das habe ich gesehen. Ja, jeder Schlag. Oh.
Nervig. Ist ja blutig auch noch. So. Hallo, hilft mir keiner? Hallo? Hallo? Merci! Oh. Ich hab keine Ahnung. Nervig. Sehe ich so aus, als hätte ich das Sagen? So, schnell mal holen. Um was geht's hier genau eigentlich darum. Genau? Reite den Wind! Dann werden wir damit ein bisschen rocken. Die Drohne ist echt geil. Die fetzt alles Mögliche weg. Ja, die lässt sich jetzt auch kämpfen. Also, da brauche ich mich jetzt nicht drum kümmern. Dann kann ich lieber ein Upgrade nämlich noch für meine Waffe holen. Ist erledigt. Exklusivität, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist echt passiert. Wenigstens nicht mehr arm dran. Auf nimmer Wiedersehen. Ach ja. Lade nach! Sehr schön. Wir sehen, die Waffe verändert sich vom Design her. Sehr schön. Du bist ein Meister irgendwas. Meister irgendwas, auch gut, ey. So. Da gab es dann den Erfolg, weil wir Bälle 10 erreicht haben. Jetzt wird es auch langsam brenzlig. So. Wir haben es auch über die Musik. Sehr schön. Da, komm schon! Bastard! Sehr gut. Was ist das hektisch? Wir merken es. Ich glaube, er hat mich erwischt. Das glaube ich auch. Genau, gegenseitig Rücken decken. Anders können wir mich jetzt gar nicht überleben. Brauche mehr Munition. Okay. Verdammt. Oh, das war ganz schön anstrengend. Ich muss kurz. Was ist hier mit mir? Lade nach! Scheiße. Die Munition aus. Ja, mir auch bald. Hochmunition, Decker! Au, brenzlig. Kein Decker für dich! Übrigens, so kann man nachladen. Und weicht halt den Gegnern auch ein bisschen aus. Bloß man sprintet halt nicht. Ist klar, ne? Wir müssen unser Zeug verbessern. Puh, verbessern? Ich hab schon verbessert. Ich brauche nicht nochmal. Allerdings muss ich jetzt immer bei meinen Teamkameraden bleiben, auch wenn die vielleicht doofe Entscheidungen treffen. Ich würde eigentlich auch lieber drin bleiben, aber wir brauchen jetzt alle 4. Warum der jetzt hier alleine wegrennt, kann ich nicht sagen. Ihr könnt mich kurz fetchen und nachladen. Ah. Mit sind keine Arschloch. Okay. Das ist ein bisschen deutlich schneller jetzt. Oh.
Bin erledigt! Sie verprügeln, solange sie weich sind. Der kommt immer weiter. So, das ist da drin. Hyperschaden ist natürlich jetzt extremst geil. Sehr, sehr gut an der Stelle. Lade nach! Brauche Deckung! Autsch! Echt jetzt? Wo bleibt ihr denn? Ja, was sind die? Steht auf, als wenn. Wovon mein Schaden nicht so wirklich viel anrichtet, jetzt hier mit der Pistole. Man könnte die Pistole auch aufleveln am Anfang, aber. Ganz ehrlich. Man kann es auch nur im Nahkampf rumrennen. Also, ich bin verblutet. Achso, ist nur noch einer übrig? Ja, nur noch einer übrig. Der, ich sag mal so, der hat nicht so wirklich die Chance. Komm! Ja, das ist eine doofe Idee gewesen, sich da hinzustellen mit der Plempe. Aber wir haben es bis Runde 11 geschafft und wir haben relativ gut gekämpft, würde ich sagen. Ordentlich Einnahmen gemacht, ja, da unten dieser komische TMC, sonst sowas, ja. Und letztendlich haben sie dann im Laufe des Spiels dann doch während der nächsten oder späteren paar Runden gemerkt, ja, wir brauchen dann doch die anderen an der Stelle. War auf jeden Fall cool und wir sehen, das ist halt eins, das Outbreak, ne? Also jetzt gerade der Ausbruch, der Rest, das kommt ja dann alles noch später. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr.